Hallo, ich bin Arne, ich spiele Gitarre bei Haven und ich möchte euch heute in meine Plattensammlung einführen, ein paar besondere Stücke vorstellen. Ich denke, es sind ungefähr zwischen 3.500 Platten in meiner Sammlung, vielleicht auch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Auf jeden Fall zwei große Regale voll, fast voll, also der Platz wird langsam knapp. Meine allererste Platte, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber ich bin ziemlich sicher, dass es diese hier war. AC/DC Live aus dem Jahre 1978. Und zwar die If You Want Blood, You've Got It. Bei mir im Nachbardorf gab es zwei Jungs und ich habe dann irgendwann mitgekriegt, die verkaufen Musik aus ihrer Sammlung. Unter anderem diese Platte. Und eine Kassette von AC/DC, wo ich nicht mehr genau weiß, was es war, aber die ich auch noch besitze. Und ich habe dann da, weiß ich nicht, vielleicht 5 Mark für bezahlt. Es war auf jeden Fall sehr aufregend, weil ich vor diesen Jungs immer ein bisschen Angst hatte, weil die waren ja so die Outlaws und so tough und schon am Rauchen und Mofa fahren. Aber das waren auf jeden Fall meine erste Schallplatte und wahrscheinlich auch meine erste Musikkassette. Meine letzte Platte, das ist mittlerweile schwierig, weil es kommen immer relativ viele Schallplatten in meinen Besitz. Das ist das Soloalbum von Greg Puciato, dem ehemaligen Sänger von Dillinger Escape Plan. Hier auf Doppelvinyl, schickes Cover, nur Schwarz- und Silberfolie. Ein sehr abwechslungsreiches, sehr spannendes Album. Ich meine, ich habe die schwarze Ausgabe, ich bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht auch nicht. Ah, nein! In schönem, blutig schwarzen Gemisch. Ich habe so ein paar Sachen mitgebracht jetzt, die mir besonders wichtig sind, aber auch weil es wichtige Bands für mich sind, die sehr prägend für mich waren. Also einmal habe ich hier das Debütalbum von Black Sabbath. Als ich das gehört habe oder als ich Black Sabbath die ersten Sachen von denen das erste Mal gehört habe, da war ich noch relativ jung. Das ist für mich eine wahnsinnig einflussreiche Band gewesen, weil die einfach für mich so eine musikalische Welt aufgestoßen haben, die ich vorher nicht kannte. Eine andere sehr wichtige Band ist Neurosis und besonders dieses Album Through Silver and Blood. Das ist die Originalpressung von der Doppel-LP auf Relapse Records. Ich habe auch mir vor ein, zwei Jahren den Repress gekauft. Neuauflage von dem Album. Hier mit neuem Coverdesign. Und ich glaube, ich besitze dieses Album in verschiedenen Versionen, auch als CD in einer Sammelbox bestimmt 4 oder 5 Mal. Insofern, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Platte für mich. Auch eine wichtige Band und ein wichtiges Album, also wichtige Band, Einschnitzel Neubauten. Und das ist das Debütalbum, das kannte ich am Anfang noch nicht, das habe ich erst später kennengelernt. Aber das Album Tabula Rasa habe ich nur als CD, aber ich erinnere mich, dass ich diese Musik gehört habe, die einfach völlig anders war als alles, was ich vorher gehört hatte. Weil hier gibt es eine klassische Besetzung, es sind 5 Leute. Es gibt auch Instrumente, die ich kannte, Gitarre, Bass, aber die werden halt ganz anders eingesetzt. Und dann habe ich durch diese Musik gehört und durch dieses Cover geblättert und habe diese Texte gelesen, mir die Fotos angeguckt und es war für mich einfach wie eine völlig neue Welt. Also Einschütze Neubauten auf jeden Fall eine der Bands, die meinen Fokus auf Musik ganz unglaublich erweitert haben. Es war meine 12.305. Nacht, in der du so mehr erschienst. Noch eine sehr wichtige Band, die ich auch eher wahrscheinlich über Cover-Design und über dieses ganze Image, den Look entdeckt habe. Das sind Swans und auch besonders dieses Album The Great Annihilator. Das ist jetzt auch eine Neuauflage, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, weil es das Vinyl einfach nicht mehr zu einem erschwinglichen Preis gab. Das ist auf jeden Fall ein Album, was mir sehr, sehr wichtig ist und was mich auch vom Grafikdesign schon ganz früh angesprochen hat, weil es einfach so unglaublich reduziert war und auch von den
einfach nur Formen, Typografie gezeigt hat und wenig, dass mein gewohntes Bild meinem gewohnten Bild entsprochen hat. Also es gibt jetzt nicht so dieses einsame letzte Einhorn in meiner Sammlung, wo ich jetzt sage, okay, das ist sichert mir die Rente, aber es gibt schon ein paar Dinge, die ich damals zu dem normalen Preis im Laden gekauft habe und die jetzt mittlerweile relativ wertvoll sind. Also hier zum Beispiel habe ich eine 7-Inch Single Box von Joy Division, die heißt Plus Minus Singles 1978 bis 1980. Da sind dann so Replikas von den Original-Singles, die teilweise gar nicht als 7-Inch, also das sind jetzt 7-Inches, aber manchmal als 12-Inch rausgekommen sind und jetzt hier reproduziert wurden. Und diese Box gab es in einer Auflage von 5000 Stück und ist jetzt mittlerweile sicher ein Vierfaches von dem Wert, was ich dafür bezahlt habe. Also wenn die jetzt abhanden kommen würde, wäre es schwer, sie zu ersetzen für mich. So ähnlich wie die Neurosis, die eben auch mittlerweile rar in dieser Auflage sehr rar ist und die ich zwar nicht original damals gekauft habe, sondern irgendwann Secondhand, aber die heute für relativ großes Geld weggeht. Ja, das ist für mich wichtig.